Es ist eine Abstimmung, die so stark um den eigenen Körper geht wie selten. Es geht um einen Entscheid nach dem Tod. Die Organspende, oder wie es im Abstimmungsbüchlein heisst, die Änderung des Transplantationsgesetzes kommt am 15. Mai vors Volk. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen im Duell. Wer heutzutage nach dem Tod die eigenen Organe spenden will, muss das ganz explizit festlegen. Mit einem Organspendeausweis oder ihrer Patientenverfügung. Von allen Personen in der Schweiz, die im Jahr 2021 gestorben sind, waren nur 0,2% Organspender. Demgegenüber stehen ganze Listen von Patientinnen und Patienten, die auf ein Organ warten müssen. Mit einer Widerspruchslösung will der Bund einführen, dass alle Leute im Prinzip als Organspender gelten. Wer das nicht will, müsste das explizit festhalten. Bei mir im Studio sind Rote Ecke, die SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin vom Komitee Ja zum Transplantationsgesetz, Flavia Wasserfallen. Und ihr gegenüber im blauen Ecke ist Melanie Beutler, EVP-Grossrätin und Mitglied vom Unterstützungskomitee Nein zur Organentnahme ohne Zustimmung. Frau Beutler, eine Spende kann das Leben retten. Jetzt gibt es da eine Lösung. Erhofft man sich mit dem neuen Gesetz mehr Spender und Spenderinnen zu gewinnen. Wieso seid ihr dagegen? Ich bin dafür, dass wir mehr Spenderinnen und Spender gewinnen. Ich denke, das ist etwas, wo wir uns einig sind, dass das schön wäre, wenn man diese Quote aufbringt. Ich bin aber dagegen, dass man ein Schweigen als Zustimmung wertet und jeder plötzlich zur Organspenderin oder zum Organspender wird, der eben bei Lebzeiten nicht Nein gesagt hat. Frau Wasserfallen, die sagen, wir brauchen mehr Spenden. Aber reicht das für so eine starke Gesetzesänderung, für vor eine Zustimmung zur Widerspruchslösung zu kommen, reicht zu sagen, ja, wir brauchen einfach mehr Organe, darum ändern wir jetzt das ändern? Also wir haben grossen Handlungsbedarf. Jeden 5 Tage stirbt in der Schweiz ein Mensch, weil nicht rechtzeitig die passenden Organe gefunden werden. Auf der Warteliste warten über 1'400 Menschen und darunter sind auch 16 Kinder unter 16. Und das Parlament hat sich die Situation angeschaut und gesagt, wir haben Handlungsbedarf und wir haben in der Vergangenheit viele Anstrengungen gemacht in den Spitälern mit Informationskampagnen. Und wir sehen einfach, dass die Länder in Europa, die grossmehrheitlich ein solches Widerspruchsmodell haben, höhere Spendenquoten haben. Wir haben in der Schweiz eine sehr tiefe. Und darum haben wir gesagt, wir möchten als letztes Element die Willensäußerung so ändern und die Angehörigen entlasten, mehr Klarheit schaffen. Andere Länder machen es vor. Sie sagen, es ist es braucht keine Widerspruchslösung und durch das hat man mehr Spenden. Es ist doch ein gutes Beispiel. Ja, es ist ein gutes Beispiel in einigen Ländern, wo die erweiterte oder die Widerspruchslösung gilt. Es gibt aber auch ein besseres Modell aus meiner Sicht. Das ist das Erklärungsmodell. Und das ist im Parlament ja auch diskutiert worden. Frau Wasserfallen sagt da vielleicht noch etwas dazu. Ich denke, wenn man eine Systemänderung macht, die so fundamental ist, dass man plötzlich eben nicht mehr muss sagen und als Organspenderin oder Organspender gilt, dann müsste man mehr Sicherheiten haben, dass diese Organspenderrate wirklich hochgeht. Und im Moment bauen wir eigentlich auf das Prinzip Hoffnung. Und ich denke, das ist ein bisschen, das ist ungut, wenn wir die Selbstbestimmung des Menschen eigentlich so kehren und es dann nicht sicher ist, dass es wirklich hochkommt. Man weiss aus den anderen Ländern, die Frau Wasserfallen nicht angesprochen hat, dass es eine Puzzleart Mosaik ist von verschiedenen Massnahmen, die eben greifen müssen. Und dann erst geht die Spendewilligkeit der Leute hoch. Und mit einem Erklärungsmodell, denke ich, wo man die Leute fragen geht, wo man sagt, habt ihr euch schon entschieden? Wie ist eure Meinung? Und die Leute informiert, also der Informed Consent dann abholt, das wäre natürlich mein favorisiertes Modell. Ja, Frau Beutler spricht das Mosaik an, wo verschiedene Faktoren eben die Spendenquote beeinflussen. Oder wir haben einfach in der Schweiz alle anderen Massnahmen schon gemacht. Wir diskutieren die Organspende schon lang und mussten feststellen, wir haben immer noch zu tiefe Spendenquote. Es sterben immer noch zu viele Leute in der Schweiz, weil wir zu wenig Organe haben. Und das Parlament hat wirklich mit einer sehr grossen Mehrheit die Willensäußerung angeschaut und auch die Gesetzgebung angeschaut und sich entschieden, dass wir möchten wirklich
eine erweiterte Lösung haben. Das heisst, die Angehörigen sind immer einbezogen. Es gibt keinen Automatismus. Man kann immer frei entscheiden. Es werden auch keine Organe entnommen, wenn die Angehörigen nicht erreichbar sind oder der Wille unbekannt ist. Also wir haben hier Sicherheitsmassnahmen eingebaut, dass wirklich die Angehörigen immer noch einbezogen werden. Und natürlich ist auch mit der Abstimmung, sollte eine Mehrheit der Bevölkerung sich für eine Änderung aussprechen, ist auch geplant, während 15 Jahren die Informationstätigkeit zu verstärken. Die erweiterte Lösung, das ist ein guter Kompromiss, oder nicht? Ob er gut ist, ich weiss nicht. Das steht ja hier jetzt gerade ein bisschen zur Debatte. Es ist ein Kompromiss. Aber ich mache mich eigentlich stark für die Leute, die eben dann sich nicht ausgesprochen haben und plötzlich in eine Kategorie fallen, dass sie eigentlich als Spenderin Spender angeschaut werden. Es hat ein bisschen Automatismus, da muss ja Frau Wasserfall widersprechen. Wer sich zu Lebzeiten nicht äußert, der gilt jetzt nach dem Systemwechsel, falls er angenommen wird, eben als Organspenderin und als Organspender. Und das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt ein guter Kompromiss, sondern es ist eigentlich etwas, wo man den Leuten jetzt ganz klar macht, du, wir haben eine Systemänderung und von jetzt an giltest du als Organspender, als Organspenderin. Aber ob man diese Leute jetzt auch erreicht, das hat man ja gesehen, Frau Wasserfall hat gesagt. Wir haben eigentlich schon eine Informationskampagne über Jahre und die hat eigentlich nicht zum erwünschten Ziel geführt. Und dass man jetzt über diese Systemänderung, die so fundamental ist, die Leute informieren muss und ob man diese Leute auch erreicht, da bin ich skeptisch. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen eine Gefahr vom ganzen Systemwechsel, dass man eigentlich nachher die Leute nicht erreicht und sie nicht wissen, dass sie hätten müssen Nein sagen, dass sie nicht wissen, dass sie vielleicht mit ihren Angehörigen müssen das Gespräch suchen etc. Und vor dem habe ich Angst, dass plötzlich nicht willige Menschen, spendenwillige Menschen sozusagen nicht zu Organspenderinnen und Organspender werden. Ja, ja. Die Leute erreichen, das ist ja immer noch, auch in dem Gesetz, wo wir darüber abstimmen, ist auch ein Auftrag vom Bund, die Bevölkerung regelmässig oder immer noch weiterhin zu informieren? Nein, man muss sie informieren und auch sorgfältig über den ganzen Prozess informieren, dass man weiss, wie so eine Organspende abläuft. Wir wissen einfach aus regelmässigen Umfragen, dass bis zu 80% der Bevölkerung der Organspende positiv gegenüberstehen und trotzdem lehnen bei unbekanntem Willen eine Mehrheit, bis zu 6% der Angehörigen, einer Organspende lehnen sie ab. Es ist ein ganz schwieriger, trauriger Schockmoment, wo die Angehörigen drinnen stehen. Und in der Mehrheit stimmen sie eben gegen die Organentnahme. Und darum wissen wir eigentlich durch die starke Zustimmung und die Ablehnungsrate, dass ja, wahrscheinlich viele Organentnahmen abgelehnt werden im Zweifel, obwohl die verstorbene Person wäre einverstanden gewesen. Und darum möchten wir jetzt in Zukunft die 20-30%, die das ablehnen, erreichen, das ist auch eine kleinere Gruppe. Wir stimmen darüber ab, das finde ich sehr positiv. Ich finde, es muss demokratisch legitimiert sein, so ein Wechsel. Aber ich bin sicher, wir können dem Willen eher entsprechen in Zukunft. Es ist ein Entscheid, der schwierig ist, den man vielleicht in einer schwierigen Situation treffen muss. Dann macht es doch Sinn, tut man sich vorher das gut überlegen. Und vorher ist klar, ja, mal, es ist auch eine erweiterte Widerspruchslösung. Ja, also wir reden hier von einem ganz heiklen und sensiblen Bereich natürlich mit der Organspende. Die Organentnahme muss gut überlegt sein. Also darum sage ich, aus meiner Sicht sollte nur ein Ja auch als Ja gelten und nicht eben schweigen als eigentlich Zustimmung gelten. Ich finde, dieser Bereich der Organspende ist etwas, das auch freiwillig so erfolgt. Es soll eben eine Spende sein und das weiss man einfach. Eine Spende muss etwas sein, das ich freiwillig mache, das ich irgendwie ein inneres Ja habe. Und als Empfängerin, wenn ich mir das vorstelle, möchte ich darum auch ein Organ von jemandem haben, das Ja gesagt hat zu dem. Ist das noch eine Spende, wenn man nicht explizit Ja hat gesagt? Ja, ich bin überzeugt, dass es eine Spende bleibt. Wir haben wirklich die Situation, dass Organe Menschenleben retten können, dass das etwas ist, das ein neues Leben schenken kann. Es gibt auch viele Organspenderinnen, die ihren Geburtstag feiern, wo sie ein neues Organ bekommen haben. Und Freiwilligkeit bleibt. Man kann sich immer noch ganz klar gegen eine Organspende aussprechen. Und ich bin der Meinung, dass wir wirklich in Zukunft mehr am Willen entsprechen können. Wir können die Angehörigen entlasten in dem schwierigen Moment, wo wir widersprechen können, aber nicht aktiv zustimmen müssen. Und wir können auch mehr Klarheit schaffen. Und ich bin überzeugt, dass die neue Lösung mehr Menschenleben retten kann. Es ist etwas, was sehr intim ist. Es ist auch sehr, also nach dem Tod, oder die Organspende im Sterbeprozess, oder wenn man gestorben ist, man nimmt die Person weg von den Angehörigen, für das zu machen. Man tut das wie unterbrechen, geht das nicht fast zu weit. Das ist doch sehr
ein stark intimer Eingriff. Ja, und dem ist sich das medizinische Personal sehr bewusst und geht auch sehr behutsam und sorgfältig mit den Angehörigen um. Man muss sich vorstellen, dass man in einem ersten Moment vom medizinischen Personal erfährt, dass der Angehörige gestorben ist, dass er tot ist. Das ist die erste Nachricht. Und erst später werden Gespräche geführt für eine Organentnahme. Eine Organentnahme erfolgt, wenn der Hirntod eingetreten ist und dann ist die Person tot und kann nicht mehr ins Leben zurückgeholt werden, leider. Aber man tut dann noch mit Maschinen die Organe erhalten, dass man sie eben entnehmen kann und einem anderen Menschen das Leben schenken. Ich denke, ihr habt das vorhin sehr schön gesagt, wenn ich das sagen darf. Das Sterben ist wie das Leben ein Prozess. Und der Sterbeprozess, das muss man sich vorstellen, der hat zwar mit dem Hirntod eingesetzt und man geht heute davon aus, dass das auch unumkehrbar ist. Aber der Prozess des Sterbens ist noch nicht beendet. Es ist eigentlich nicht so, dass wir eine tote Person vor uns haben. Sonst könnte man ja die Organe auch nicht mehr benutzen. Die werden ja künstlich am Leben erhalten, die Menschen. Dann muss der Mensch durchblutet werden, er ist warm. Man hat ein rosiges Gesicht, so wie wir zwei. Ja, aber die Person ist tot, oder? Ja. Ist hintot, sie lebt nicht mehr. Das ist per Definition jemand, der nicht mehr zurück ins Leben geholt werden kann. Aber der Sterbeprozess ist natürlich noch nicht zu Ende. Und wenn man zum Beispiel bei einem Angehörigen möchte bleiben bis zum Schluss, dann ist der Prozess noch nicht zu Ende. Vielleicht noch ganz kurz, seht ihr das als Problem? Seht ihr das auch so, dass der Sterbeprozess vielleicht noch nicht zu Ende ist? Oder wie seht ihr das? Nein, ich habe wirklich den Eindruck, und ich habe mir das auch versichern können, dass das im Spital wirklich sehr mit viel Würde begleitet wird. Man kann nach der Organentnahme, wo also wieder verschlossen wird, nochmal vom Angehörigen Abschied nehmen. Und ich möchte auch sagen, dass das ein sehr seltener Fall ist. Man kommt sehr selten in Frage für eine Organspende. Es ist 6-mal höher die Wahrscheinlichkeit, dass man selber ein Organ braucht, als dass man zur Organspenderin wird. Merci Flavia Wasserbauer, merci Melanie Beutler für die interessante Diskussion. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, merci, habt ihr zugeschaut im Duell. Und das letzte Wort, das hat das Schweizer Volk am 15. Mai. Und dann geht es um die Änderung des Transplantationsgesetzes.